Mit ganz herzlich willkommen, liebe Alien-Freunde, zu einer weiteren Folge No Man's Sky. Und diese Folge soll ein Tutorial werden, eine Tutorial-Folge, um unglaublich viel Nanit und Units zu generieren. Unglaublich viel heißt 20 Millionen Units in wenigen Stunden. Viel Spaß beim Video und bis gleich! Ja Leute, wir starten direkt rein auf meinem wunderschönen Planeten hier. So, einmal geradeaus, einmal links zum Teleporter. Und dann schauen wir uns als allererstes mal Units an, wie man richtig Units macht. Das Schlüsselwort ist auf jeden Fall Indium. Das ist meine Indiumfabrik. Und zwar aktives Indium müsst ihr suchen. Das sind 949 Units pro Einheit bekommt ihr für das Material, also sehr, sehr wertvoll. Wichtig ist, dass ihr ein Planetensystem wählt, was blau ist. Also die Planeten müssen ein blaues System umkreisen. Das ist ein bisschen tricky, ich werde euch das gleich zeigen. Was ich nämlich vercheckt habe, ist das Problem mit dem Filtern. So, da sind wir schon. Diese Planeten sind sehr toxisch, deswegen baue ich mir mal direkt eine Basis auf. So, hier haben wir auf jeden Fall unsere Stromversorgung hingebaut. Wir brauchen eine Menge Strom für diese Maschinerie. Das sind die Mineralenextraktoren und das sind hier unsere Lagerungsbehälter. Hier haben wir zum Beispiel jetzt wieder 44.000 drin, 44.500 aktives Indium. Das nehmen wir uns, damit die weiterarbeiten können. Wichtig ist, baut auch Batterien natürlich, ne? Weil hier bei den Stürmen und nachts kriegen die halt viel, also dann laufen die Maschinen einfach nicht. Hier habe ich schon mal einen Verkaufsautomat, damit ihr seht, was das so gibt. Verkaufen. Aktives Indium. Okay, das gibt jetzt 17 Millionen, oben habe ich 58. 17 Millionen in wenigen Stunden, ich glaube 3 Stunden oder so, oder wie lange die Anlage gelaufen ist, und dann haben wir aktives Indium. Wie ich diese Anlage gebaut habe und alle Informationen dazu findet ihr nochmal oben rechts verlinkt, da habe ich ein separates Video gemacht. Ich zeige euch einmal, wie man den Planeten jetzt noch findet. So, dafür gehen wir einmal in die Galaxienkarte. Genau, und jetzt ist das mit dem Filter, was ich gerade erwähnt habe. Hier befinden wir uns ja, wenn wir jetzt oben irgendeinen Filter eingestellt haben, zum Beispiel Lebensform oder Wirtschaft, ist dieser Planet hier aber blau, okay? Ja, der ist blau. So, jetzt gehen wir auf Lebensform. Dann hat er schon eine ganz andere Farbe und keinen Filter, dann sehen die so aus, ne? Ihr seht das zum Beispiel jetzt hier an dem gelben. Jetzt ist er gelb, jetzt ist er auf einmal weiß. Also es ist sehr verwirrend. Auf jeden Fall auf keinen Filter gehen. Dann findet ihr am besten die blauen Systeme. Die steuert ihr dann an. Und dann müsst ihr halt schauen, welcher Planet aktives Indium hat. In dem Fall ist es dieser Planet hier. Na, wo ist meine Basis? Da. Und wie gesagt, Units, bis der Arzt kommt, ihr könnt euch alles leisten, ihr könnt euch endlich vernünftige Schiffe holen und so weiter, also absolut genial. So, das nächste Thema ist auf jeden Fall Nanit farmen. Das werden wir jetzt machen. Um Nanit zu farmen, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr als allererstes diesen Wirtschaftsscanner, eine Anomalie, euch besorgt. Den braucht ihr händeringend. So, landen wir mal hier ganz gekonnt mitten im Gebäude. So, und dann reisen wir jetzt ganz chillig zu unserer Nanit-Farm. So, bei Nanit-Farm ist es ganz wichtig, dass ihr den richtigen Planeten findet, weil sonst sucht ihr euch dumm und dämlich.
Werde ich euch gleich auch eben kurz zeigen. Dieser toxische, eklige Planet. Ich zeige euch erstmal, wie man das macht. Da fliegen wir ja einmal raus. So, gehen wir da in die Anomalienkarte. In die Galaxienkarte, Entschuldigung. Und jetzt ist es aber wichtig, dass ihr auf jeden Fall einen Filter anwendet. Und zwar müsst ihr auf Lebensform gehen. Und die Lebensform, die wir suchen, ist die Gag-Lebensform. Also ihr braucht auf jeden Fall ein Gag-System. Das muss ein 3-Sterne-System sein. Und diese Information bekommt ihr halt nur, wenn ihr diesen Scanner habt. Und es müssen 6 Planeten in dem System sein. Ne, das ist hier alles der Fall. Das sind 6 Planeten. Es ist ein 3-Sterne-Gag-System. Das ist das aller Wichtigste. So, dann werdet ihr euch hier so ein bisschen durchsuchen. Das ist ein 1-Sterne-Gag-System, seht ihr. Und hier haben wir... Ich finde das echt doof gemacht. Oh, hier haben wir schon ein 3-Sterne-Gag-System zum Beispiel. Gehen wir da drauf, sehen aber, es sind nur 2 Planeten in dem System, also ist das das Falsche. So. Also wir haben jetzt hier ein 3-Sterne-Gag-System gefunden. Jetzt müsst ihr einen Planeten suchen, der Pilzschimmel hat. Also es gehen nur Planeten mit Pilzschimmel. Guckt ihr, bei den 6 Planeten ist meistens einer dabei, der Pilzschimmel am Start hat. Und den fliegt ihr da an. Auf diesem Planeten sucht ihr jetzt merkwürdiges Vorkommen. Es ist relativ selten, also ihr müsst schon viel suchen. Und ganz, ganz wichtig ist, niemals den Planeten betreten, bevor ihr nicht das Vorkommen gefunden habt. So, jetzt geht ihr hier, fliegt ihr über die Oberfläche, bremst ab auf 20 US und fliegt dann ganz chillig, relativ nah über die Oberfläche. So, vielleicht immer geradeaus oder schaut euch halt ein bisschen um. So, ich habe natürlich hier schon eins gefunden. Fliege jetzt hier drüber und jetzt da oben seht ihr jetzt, dass da 3 Sterne sind. 3 Sterne vorkommen und nach dem suchen wir. Das ist sehr recht selten, aber machbar auf jeden Fall. So, hier haben wir schon unser Vorkommen gefunden. Da ist es, genau. Seht ihr oben die 3 Sterne? Und danach suchen wir. Das sind diese Bälle hier, dieses merkwürdige Vorkommen. Und hier errichten wir uns jetzt mal eine Basis, weil dieser Planet echt miese ist. Das ist schon besser, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Und diese Bälle rollen halt unendlich die Berge runter und ihr lauft da hinterher. Das ist super nervig, deswegen werden wir die jetzt eingrenzen und eine Basis bauen. Ich werde das Ganze im Zeitraffer machen. Bevor ich es vergesse, abonniert doch bitte meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, um mich ein bisschen zu unterstützen. Das ist das Lohn meiner Mühe. Dieses Abonnement ist vollkommen kostenlos und ich sag bis gleich. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen geschützt. Und ganz wichtig ist halt, dass die Bälle hier gegen die Wand rollen. Das ist so ätzend, wenn die wegrollen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Werdet ihr ja gleich sehen.
Ich glaube, hier werden wir mal ein bisschen was aufbauen. Ist der leer oder was? Okay, egal. Machen wir das halt so. Weil der eine Ball immer da hinten in die Ecke rollt. Alles klar. Das passt so. So, was er jetzt noch braucht, ist auf jeden Fall ein Teleporter. Wo ist das gute Stück? Da ist er schon. Das ist gut, dann können wir jetzt perfekt rausgehen. Den packen wir uns mal hier in die Ecke. Jetzt müssen wir hier noch eine Tür einfügen. Ja, ich würde sagen daneben. Wo haben wir denn eine schöne Tür? Da haben wir eine schöne Tür. Dann packen wir die mal hier raus. Noch einen Boden hier einfügen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So, das passt soweit. Hier fehlt noch ein Dachelement. Ja, auch. Alles klar. So, jetzt bauen wir ein bisschen Saft. Muss nicht so viel sein, wir müssen nur die Hütte betreiben. Zwei Batterien hin. So, das Ganze verkabeln. Zack, jetzt natürlich Nacht, deswegen springt er nicht an, aber ist kein Problem. Ihr müsst auf jeden Fall die Materialien mitnehmen, um euch eine große Raffinerie zu bauen und einige mittlere. Ich baue jetzt erstmal eine große hier hin. Zack, und dann baut ihr noch ein paar mittlere. So, jetzt fangt ihr an, das Ganze hier abzubauen. Seht ihr, wie die Dinger wegrollen?
So, jetzt baut ihr das hier ab. Da oben seht ihr unkontrollierbarer Schimmel. Dieser unkontrollierbare Schimmel, der wird zu großen Mengen Nanit. Ihr seht, man kriegt auch richtig, richtig viel raus aus den Bällen, ne? Pro Ball irgendwie 600, 700. Also ihr habt ja immer so 9.999 auf jeden Fall zusammen. Also locker. Ist ja immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger pro Ball. So, genau, jetzt haben wir jetzt alle abgebaut. Ja, haben wir. So, jetzt geht ihr hier an eure Raffinerien und packt die Chose hier rein. Zack. So, und dann starten wir das Ganze mal. Und ihr seht schon, mit diesem einmaligen Abbauen kriegen wir jetzt 1999 Nanit. Zack. In die zweite packen wir auch was rein. Bam. So, dann läuft hier die ganze Nummer. So, ich werde das jetzt zusammenschneiden, bis es wieder Tag ist und die Energie hier wieder da ist. Also, bis gleich. So, liebe Leute, jetzt läuft hier die Kiste wieder. Dann teleportieren wir uns einmal kurz, egal wohin. So, und ihr teleportiert euch wieder zurück zu eurem Vorkommen.
Und siehe da, ihr habt wieder ein ganz frisches, neues, volles Vorkommen. Perfekto. Der Zyklus beginnt von vorne. Ihr könnt wieder abbauen, die Raffinerien laufen durchgehend und ihr werdet Nanit farmen. Unglaublich, ihr könnt euch jedes Update locker leisten. So, das bauen wir jetzt noch ab. Haben wir alles. Ja, und dann beschickt ihr halt die ganze Zeit die großen Raffinerien. Hier füllen wir wieder auf. Bäm. Haben wir schon 500 Nanit gemacht. Das füllen wir auch wieder auf. Ups. Sollen das Nanit rausnehmen. Und schon läuft die Nummer. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, um mich jetzt ein bisschen zu unterstützen, ein bisschen Lohn für meine Mühe. Dieses Abonnement ist vollkommen kostenlos. Und wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein Video mehr und solche genialen Tutorials. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen und sage Adios, amigos.